Gute Zeiten, Rachezeiten? Sie waren Best Buddies. Doch das ist bei GZSZ jetzt Schnee von gestern. Nachdem Carlos, Patrick Fernandes, sich auf übelste Weise Katrins, Ulrike Frank, Firma unter den Nagel gerissen hat, ist das Tischtuch zwischen ihm und Tobias, Jan Kittmann, zerschnitten. Doch was folgt auf Prügelei und Hass? Zieht Tobias jetzt ebenfalls andere Seiten auf und schlägt zurück? Mehr dazu hat uns der Schauspieler im Interview verraten. Auf was sich die GZSZ-Fans freuen können und wie die Action-Szenen zwischen den beiden Männern gedreht wurden, gibt es hier im Video zu sehen. Jan Kittmann im großen Interview. Wie steht es aktuell um deine Rolle, Tobias? Tobias hat gerade viel freie Zeit, weil er nach dem hinterhältigen Eigentümerwechsel von WL arbeitslos ist. Zum einen ist er niemand, der gerne rumsitzt, weil er seinen Job liebt, zum anderen nagen die Umstände, unter denen WL verkauft werden musste, sehr an ihm. Wie steht es um die Beziehung von Katrin und Tobias? Für Tobias und Katrin hätte die ganze Angelegenheit eine riesige Zerreißprobe werden können, jedoch waren sie die ganze Zeit über gleicher Ansicht und sind deshalb als Paar noch gestärkter daraus hervorgegangen. Es war ein sehr großer Liebesbeweis, dass sich Katrin ganz selbstverständlich für Tobias und gegen ihre über alles geliebte Firma entschieden hat. Andersherum hätte Tobias ebenfalls keine Sekunde gezögert, ins Gefängnis zu gehen. Damit Katrin ihre Firma nicht verliert. Wie geht es bei GZSZ für deine Rolle, Tobias, weiter? Was ich bereits weiß ist, dass der Verrat von Carlos sehr an Tobias nagt. Ich kann mir vorstellen, auch wenn Rache eigentlich nicht seine Vorgehensweise in einer solchen Situation ist, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Lässt sich das Verhältnis von Carlos und Tobias noch einmal kitten? Ich weiß noch nicht, was kommen wird. Es ist so viel vorgefallen, dass es unvorstellbar scheint. Dass sie wieder Freunde werden. Aber das Schöne bei GZSZ ist ja, dass das Unvorstellbare nie unmöglich ist. Was rätst du beiden? Ganz von vorne anzufangen, am besten bei einem Teambildungsworkshop, in dem sie sich drei Monate nur zu zweit durch einen Dschungel kämpfen müssen und nur auf ihren Zusammenhalt verlassen können, lacht. Ach ja, und wenn sie davon zurückkommen, sollten sie auf jeden Fall nicht mehr zusammenarbeiten. Privat verstehen sich Jan Kittmann und Patrick Fernandes blendend. Wie gut verstehst du dich privat mit Patrick Fernandes? Sehr gut. Wir haben sehr viel Spaß zusammen beim Drehen, bereiten uns auch oft zusammen vor und gehen den Text durch. Aber auch zum Beispiel für die Basketballszenen oder die Schlägerei haben wir uns vorher getroffen. Unabhängig von der Arbeit machen wir, wenn es zeitlich passt, gern zusammen Sport oder unterhalten uns auch sehr viel. Zum einen haben wir Töchter im ähnlichen Alter und somit einige Gemeinsamkeiten und zum anderen empfinde ich gerade weil wir auch so unterschiedlich aufgewachsen sind, unseren Austausch als große Bereicherung. Achtung, GZSZ Spoiler. GZSZ Folge 7913 am Donnerstag 7. Dezember um 19.40 Uhr bei RTL. Carlos hat mit seiner Intrige nicht nur Tobias, sondern auch Michi verloren. Sein ehrlich gemeintes Angebot an Tobias, für ihn zu arbeiten, ist für diesen der reinste Hohn. Tobias sieht rot. GZSZ Folge 7914 am Freitag, 8. Dezember um 19.40 Uhr bei RTL. Nachdem Carlos neben Tobias auch Michi als Freund verloren hat, fühlt sich sein Geschäftserfolg etwas schal an. Doch auch wenn Carlos niemanden mehr zum Anstoßen hat, beschließt er trotzig seinen Erfolg allein zu feiern.